Willkommen zurück bei RimWorld Multiplayer mit mir und The Patchlist. Richtig, hallo. Und Diver ohne Kopf. Diver ohne Kopf, ja, das war der oben links, der. Ja, der, den du Planeten vernachlässigt hast, weil du die. Aus irgendeinem Grund hat er wieder einen Kopf. Hä? Stimmt. Das hat wohl sein das Kiefer wurde nur abgebissen. Okay, interessant. Ja, in dem Multiplayer-Mod ist es so, dass das Ganze nicht als Savegame abgespeichert wird, sondern als Replay. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, dass der. Also, wenn ich das Spiel hier lade, dann braucht er auch immer irrsinnig lange, um das ganze Spiel quasi nochmal neu abzuspielen. Dass vielleicht dann andere Dinge passieren, andere Ausgänge, aber. Ja, vielleicht steht in dem Replay irgendwie nur geschrieben, Tier greift ihn an und. Oder am Kopf an oder so und nicht. Ja, keine Ahnung. Ja. Genau, anyways. Ja, ja. Wir hatten eine Außenmission, nur weil das ist für uns auch ein bisschen her jetzt, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Wir hatten eine Außenmission, Rettung der Karawanen, 24 Tage zum Zerstören des Außenpostens, bei dem zwei Feinde auf uns warten, allerdings 1300 Euro, ich nehme mal an Silbermünzen, Belohnung warten auf uns. Ja. Das war ziemlich nah an unsere Basis dran. Gut, dazu denke ich allerdings, wenn ich mal ganz kurz auf die Weltkarte gehe, das ist in Anführungszeichen ziemlich nah an unserer Karte. Ist das der bewusstlose Flüchtling? Nee. Ja, ich sehe es gerade auch nicht. Also scheinbar hat dieses Savegame hier einiges durcheinander gebracht. Glaube, das war da, ja. Aber jetzt ist da wirklich ein bewusstloser Flüchtling. Das ist kurios. Ja, allerdings. Dann scheint das Multiplayer-Ding so ein bisschen Sachen irgendwie neu zu randomisen. Ja. Und eben halt auch wie der Kopf, der dann halt verloren ging, was genau ein bisschen schade ist, weil sowas kann vielleicht im Endeffekt auch, wenn man überlegt, dazu führen, dass halt eigene Kolonisten dann sterben, wenn die in irgendeinem Kampf waren und im Grunde genommen überlebt haben. Und wenn das dann neu randomized wird, stimmt, dass sie dann mehr Damage kriegen, dann sterben sie auf einmal. Also ich meine, glücklicherweise ist uns sowas ja noch nicht passiert, aber das scheint ja nicht ganz so reproduzierbar sein, zu sein. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt zum bewusstlosen Flüchtling hingehen wollen. Ein bisschen schade, ich habe mich auf die Mission gefreut, weil zwei Feinde, das hätten wir auf jeden Fall packen können. Ich hätte mich generell gegen die Mission ausgesprochen. Echt? Ja, okay. Einfach weil wir zum einen von der Bewaffnung her total unterlevelt sind. Wir sind halt ja irgendwelche Tribes-People, also Leute, die nur mit Bögen und so weiter kämpfen. Und ja, stimmt, wir wissen ja nicht, was für Gegner da auf uns warten, wenn da mit Pistolen oder so, das könnte halt schon kritisch sein. Dazu kommt, dass wir nicht mal ansatzweise die Nahrung, glaube ich, haben, um den Trip dahin und zurück irgendwie dann zu supporten. Ja, ja. Und deswegen, hast mich schon überzeugt. Ja. Beim nächsten Mal, wenn wir so eine Mission bekommen, sollten wir dann vielleicht einfach das Spiel laufen lassen. Ja, genau. So, PC einfach für 2 Wochen anlassen. Nee, das mache ich jetzt auch nicht her. Aber. Nee, aber. Genau, dann ein paar Kommentare. Wir hatten ja gesagt, hey, bringt euch mit ein, eure Namen. Genau. Und zwar haben wir 3 Namen. Okay. Für unsere 3. Und zwar, ich weiß nicht, wie ich es ausspreche. Ich nehme mal an, Cyanotox, also. Ne, Cyanid und Toxication. Cyanotox. Falke, er will Falke haben. Mal kurz gucken, wie kann man auf dem I, oder? Ja, wenn du ihn anklickst auf dem I und dann auf der Bio. Mhm. Dann hast du oben den ersten Kolonist umbenennen. Cyanotox. Nice. So. Yep. Und dann haben wir noch Sakurai und Fire. Fire war ein Vorschlag von Muffin, MuffinTV. Wen wir jetzt wie nennen, ist eigentlich egal. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal hier, da niemand was Konkretes geäußert hat. Sakurai. Saving, okay. Und Fire. Super. So, jetzt müssen wir umso mehr aufpassen, dass die nicht hops gehen. Genau. Sehr schön. Dann, wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Wir haben hier ein bisschen Stromversorgung jetzt mal an den Start gebracht. Wir haben unsere künstliche Lampe, sehr wichtig, um an die Nahrung zu kommen, die du gerade schon angesprochen hast. Ja. Wo da dann die Frage ist,
ob wir es wirklich schaffen, diese zu betreiben in dem Sinne. Ich meine, ja, wir haben jetzt. Die frisst die Energie von 3 solchen Generatoren, glaube ich. Genau, das, ne? Das ist halt natürlich schon insgesamt ein bisschen hart. Wir müssen dann dauerhaft auf jeden Fall Holz nachliefern können. Ja. Dann müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Vielleicht machen wir uns sogar ein dediziertes Holzlager nur da rein. Ja, das würde vielleicht sogar Sinn machen, ja. Oh, was ist denn mit dem Holz passiert? Gucken wir auf die Karte. Irgendwie die Vegetation ist... Wie die Vegetation? Okay, es ist Herbst, ne? Es ist, naja, das ist, weil es kalt ist. Du siehst den Boden auch, der relativ weiß ist. Ja. Relativ hell. Schnee. Wenn du da drüber gehst, dann ist da dünner Schnee drauf. Ich verstehe. Okay. Liegt daran. Starker Schneefall ist auch gerade aktiv. Aber Bäume haben wir auf jeden Fall noch. Bäume haben wir noch, einen kleinen Wald da unten. Wir können auch irgendwie... ich glaube immer generell, ich glaube Bäume unterliegen nicht dem Wachstumsfaktor generell, was so Crops, normale Crops angeht, so eine Area designieren, in denen wir nur Bäume anpflanzen, so dauerhaft. Und dann haben wir auch immer Bäume, also wenn sie dann gewachsen sind nach einer Zeit, durchgehend. Macht das Sinn, ja? Das macht schon Sinn, würde ich behaupten, ja. Dann, wie wär's mit der Area da unten über dem See? Oh, da, wo ich jetzt gerade bin mit der Maus? Wo ist er mit der Maus? Ja, definitiv, warum nicht? Ja. Man kann das Ganze auch unseren aktiven Feld-Dingens, wie soll man es nennen? So. Um unsere aktive Agrar-Area. Ja, aber dann müssen die da, wir müssen dann halt Wege dadurch haben, ne? Die laufen halt sehr viel her. Nicht, dass sie dann irgendwie zu langsam laufen. Ja, stimmt natürlich. Ich mach's mal da unten hin. Ja. Ist eine ganz normale Anbauzone, ja? Genau. Okay. Das aber auch ein großes Ding. So, das, Pflanze. Ja. Also. Birke, Kiefer, Pappel, ist das egal? Naja, was heißt egal? Also. Nehmen wir mal an, Kiefer wächst dir am besten. Du kannst, wenn du dir mal das I anguckst, bei diesen Pflanzen, Birke gibt einem 27 Holz, Kiefer gibt einem, glaube ich, auch 27. Okay. Die wachsen gibt, in diesem Gebiet auf natürliche Art und Weise auf jeden Fall Kiefern. Ja, gut, dann mach Kiefern. Ja. Scheinbar ist es hier egal, weil die Holzarten, die wir anpflanzen können, nur bestimmte Erträge geben. Ich weiß nicht, ob das auch wieder eine Mod-Sache war. Hm. Ich weiß aber, dass es eigentlich Eichen zum Beispiel, anderes Holz früher waren. Wo steht denn das? Wo siehst du die Information, wie viel Holz das gibt? Wenn du auf das I klickst, also da, du klickst, da wo du auswählst, was du anpflanzt. Ertrag das der Ernte, I, und dann Ertrag, genau. Mhm. Da steht aber auch auf jeden Fall, wie lange die zum Wachsen brauchen. Wachstumsdauer 20 Tage bei Kiefern, bei Birken 20 Tage. Die scheinen hier bei alle der gleich. Pappel, Wachstumsdauer 15 Tage. Vielleicht sind Pappeln gar nicht schlecht. Ja, aber die gibt den gleichen Ertrag, dann wähle ich ja, eben. Aus. Ich hoffe, dass die hier eben gut wächst, ne? Das ist halt die Frage, ne? Das ist eben die Frage. Forschung abgeschlossen, Batterien, neue Batterien zum Speichern von elektrischer Energie. Das ist sehr gut. Stehen zur Verfügung. Und wir wählen uns direkt das nächste aus. Wie wäre es denn mit automatische Türen, ist egal. Sprengfalle, ne. Wasserkraftgenerator, das ist ja interessant. Dann kann man vielleicht doch was mit dem See anfangen. Hm. Die kannte ich noch nicht. Wasserkraftgenerator kenne ich auch nicht. Ja, genau. Teppichherstellung, Steinhauerei. Wie wäre es hier mit lange Klingen oder Langbogen oder sowas, dass wir ein bisschen mehr auf... Bisschen Waffen macht ja? Sinn, ja. Okay. Geh ich vor allen Dingen, weil... Rüstung gibt es auch noch, also vor allem, weil... Nee, stimmt. Ich wollte gerade gucken. Ich dachte eigentlich, dass die langen Klingen dann in die nächste Technik gehen. So dass wir dann halt richtige Waffen, also Schusswaffen quasi. Nee, dafür brauchen wir schwere, mehrläufige Waffen, Präzisionswaffen, Gasdrucklader, Rückstoßlader, Waffenschmiede, Mechanik, die brauchen wir dafür als nächstes. Ja, was hältst du dann stattdessen, dass wir eher in Mechanik gehen? Willst du nicht zwischendrin noch. Lange Klinge ermöglicht die Produktion von Langschwertern und Speeren. Plattenrüstung. Schwere Rüstung verlangsamt den Benutzer, ist aber auch ein ausgezeichneter Schutz. Und Langbogen wäre, ja, Langbogen halt, ne? Ja, das weiß ich nicht, ob sich die Forschung in dem Sinne lohnt.
Ich meine, guck mal, mit Waffenschmiede, ja, wenn du jetzt überlegst, lange Klingen, Plattenrüstung, Langbogen, das wären halt 1600 an Dingens. Und mit 1500 haben wir schon Waffenschmiede. Und in der Waffenschmiede können wir Revolver, Schrotflinten, Repetiergewehre und Brandschusswerfer bauen. Ja. Also, das ist die gibt's Frage, da, wie gut ist ja, ein gibt's Bogen? Ja, gibt es da noch weitere Ressourcen, die wir dann da benötigen, wo man drauf achten müsste? Ich würde behaupten, dass wir... Jackson kann wieder laufen, wer ist denn Jackson? Ach, ein Hund, ne? Ein Hund, okay, würde ich sagen. Ja, passt. Ja. Ja. Also, okay, gehen wir auf Mechanik. Priorität läge auf Mechanik, ja. Benötigt Elektrizität und Schmieden, das haben wir beides. Genau, und ich denke, wir brauchen dann nichts Spezielles, außer halt eben hier Compacted Steel und... Haben wir beides. Genau. Yikes, wir haben eine Krankheit. Einer deiner Kolonisten ist an einer Seuche erkrankt. No Ripper. Bin sicher, dass sie medizinisch versorgt werden. So viel Ruhe wie möglich erhalten. Das ist... Ja, der wird schon versorgt. Nicht gut. Seuche, jetzt versteckt. Ja, jetzt müssen wir halt hoffen, dass die Immunität schneller steigt als die Krankheit selber, aber ich glaube, das tut sie. Nein. Seuche 10%, 11%. 12%. Immunität 10%. Solche 13. Es kann sein, dass sie ganz leicht schneller ist. Naja, ich glaube, sie eher. Ach, Kinders. Es kann sein, dass ich in dieser Folge drauf gehe. Das ist korrekt. Wir können mal ganz kurz gucken. Das Bett hier, das linke Bett, ja, ist normal. Das Bett ist schlecht. Wenn du dir die Informationen von dem Bett anguckst. Immunisierungsgeschwindigkeit 107% bei dem normalen und bei dem schlechten gehört. Hat es allerdings aber auch 107, also macht es vielleicht keinen Unterschied. Aber jetzt steigt die Immunität ein bisschen schneller. Wir sind nur noch 2% entfernt von der Seuche. Ja. Insgesamt kann es sein, dass es sich gegen Ende hin ausgeht und dass die Immunität ein bisschen über ja, ich weiß schon, was du meinst. Drüber kommt. Müssen wir schauen. Wir müssen halt darauf achten, dass die Behandlung sofort passiert, sobald sie ausläuft. Und das passiert jetzt gleich. Das wird kritisch. Jetzt behandelt werden. Ich pausiere mal ganz kurz. Ja, wer ist bitte. Denn unser bester Doktor außer No Ripper? Ich glaube, das war ich. Ja, außer No Ripper. 7, also Fire oder Scientox. Ich nehme mal Scientox kurz und priorisiere das Behandeln von No Ripper. Weil wenn er natürlich auch gut behandelt wird, dann steigt die Immunität auch wahrscheinlich ein bisschen schneller. Krankheit Grippe. Scientox Heiler. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, sieht gut aus momentan. 1% Unterschied. Ich lass mal Fire kurz. Also Scientox hat sich hier direkt als extrem hilfreiches Mitglied unserer Kolonie bewiesen. Richtig. Nicht die beste Behandlung gewesen, aber ich glaube die Immunität bei einer Grippe. Ja, das passt. Es geht auf. Also das ist inzwischen nur noch eine halbe Sekunde Abstand. Bei No Ripper auch? Ja, Immunität steigt schneller. Es hat inzwischen die Seuche geholt. Okay. Gut. So, die künstliche Sonne ist aus. Warum eigentlich? Jetzt gute Frage. Jetzt ist sie an. Ach, die schaltet sich auch erst morgens an, um so einen natürlichen Rhythmus von genau. Ja. Ja, Licht und Dunkelheit zu gewährleisten. Ja? Was wird denn hier eigentlich angepflanzt? Eine, ja. Kartoffeln. Passt, oder? Ja, Kartoffeln. Wir brauchen ein bisschen mehr Wärme, glaube ich, hier drin. Gerade jetzt, wo es kalt ist. Das heißt, ein paar mehr Fackeln würden eventuell Sinn ergeben. Wie sieht es denn mit anderen Möglichkeiten aus, zu heizen? Wir haben inzwischen eine Heizung, die verbraucht natürlich auch immens viel Strom. Ist eine gute Frage. Lagerfeuer könnte man einsetzen. Lagerfeuer könnte Sinn ergeben, ja. Ja, ich baue mal zwei Stück.
Was ist mit unserem gesamten Essen passiert? Unser Essen ist weg. Aber warum ist unser gesamtes Essen weg? Also wir hatten vorhin 20 Nahrung. Und sicher? Auch, ja? Ja, und auch einiges an Fleisch noch. Und die Rentiere, ne? Weg. Ja, aber nee, die sind da ja nicht reingegangen durch die Tür und haben das aufgegessen. Was ist da passiert? Hatten wir aber gerade auch, das ist jetzt kein Ladebug oder so, ja? Also nee, ich habe vorhin definitiv gesehen, dass das ganze Essen noch okay. da war. Okay. Dann weiß ich es auch nicht. Das ist jetzt überaus kurios. Ja. Weiß nicht. Haben die Leute irgendwie Essen in der Tasche? Auch nicht. Nee. Können die gar nicht. Naja, Norip hat einfache Mahlzeiten 50. Was? Wo? Nee. Wo siehst du das? Das ist nur eine, das ist eine einfache Mahlzeit, die er in der Tasche hatte. Die einen Hungerwert von 50 hat oder so. Keine okay. Ahnung. Das ist aber überaus strange. Wo ist das Essen hin? Das ist ein Tox. Würde ich jetzt dir gerne nachvollziehen. Ist der muss verrottet? Auch behandelt werden. Verrottet? Das kann aber ja nicht sein, weil es ist ja kalt. Aber es sind doch Minusgrade. Ja, nee, eben. Es sind Plusgrade sogar. +3. Warum ist das innen +3? Weil es von dem Nebenraum mitgeheizt wird, aber eigentlich. Oder die sind doch verrottet, einfach weil wir die Tür wieder zugemacht haben und es war dann am Ende zu warm da drin und dadurch sind die dann. Okay, schaffen wir das jetzt in kürzerer Zeit? Die Kartoffeln sind zu 10% gewachsen. Das geht auch relativ fix eigentlich, ne? Ich glaube, die starten schon so bei irgendwie 8% oder so. Und tiermäßig, Wildtiere haben wir jetzt kaum einen Steinbock, einen Fuchs und einen Fuchs. Also. Ja, okay. Gehst du die mal direkt jagen, bitte? Ja. Das ist echt ungut. Aber auch nur diese drei Tiere, ne? Ja. Wahnsinn. War irgendwie das große Sterben oder so hier als Event? Ich weiß nicht. Vor allen Dingen haben wir keine Nachrichten dazu gekriegt. Keine Message oben, so von wegen, irgendwas nee, ist verrottet. Ich hab nichts gesehen. Also ein paar Probleme scheint es hier noch zu geben. Ganz, es gibt ganz übrigens noch keine neuere Version. Ich habe nachgeschaut. Ja. Jetzt ist die Frage, Wildtiere, wo sind die 12%. Füchse? Kartoffeln wachsen einigermaßen schnell. Ich hoffe jetzt natürlich, dass uns nicht das Holz oder der Strom oder irgendwas ausgeht. Kraftstoff 35, 39, okay, das sieht auch gut aus. Risiko Zusammenbruch schwer, Sakurai. Wer ist Sakurai? Sakurai. Weshalb denn? Bedürfnis. Na, gute Frage. Unterernährt. Ja. Zurückgewiesen von Fire. Oh. Hä? Warte mal, ist. Ah, okay. Ja, Fire ist weiblich, okay. Jetzt komplettiert sich auch das Bild. Nicht möglich, schlachte Kreatur, kein Material, aber es liegt doch. Liegt doch der tote Dingens im. Im? Im Lager. In der Küche. Da in dem Kühlschrank. Liegt doch ein totes Tier. Stimmt. Aber hier Feier kann. So, und direkt weiterverarbeiten, bitte. Hast du schon? Ja, ja. Ja, okay. Jetzt irgendwie beide die ganze Zeit Pause gedrückt. Ja. Wie viele kriegt er da raus? 4, 5. Ah, okay. Immerhin. Eine snackt er sich selbst, so, die anderen kriegen jeweils eine. Sakurai sollte definitiv mal eben kurz was essen. Aufstehen, was essen, weil sonst rastet der hier gleich. Okay. Nahrungsmangel steigt jetzt bei allen. Bei No Ripper übrigens ist die Immunität wieder unter der Seuche und die Seuche ist schon bei 90%. Er braucht auch wirklich direkt eine Behandlung. Hat Sakurai was gegessen? Nee, ne? Weil Sakurai war unser bester Mediziner hier, oder? Weiß nicht, aber ich benutze jetzt einfach Fire.
Medizinischer Notfall, no Ripper. Oh oh. Rudi, ich glaube, das sieht nicht gut aus. Nee. Die Immunität wird das auch nicht wieder einholen, also. Tippt er dann direkt, wenn die Seuche auf 100% ist? Nicht. Nein. Das war's. Das war's. Und da wird das Spiel gespeichert. Freunde, das war's mit RimWorld Multiplayer. Ich verabschiede mich, während ich hier in den Himmel aufsteige. Scheiße. Ja. Kacke. Das ist scheiße gelaufen, würde ich sagen. Wie haben wir denn hier frei? Feier, Grabe. No Ripper. Erweise ihm die letzte Ehre. Oh Mann. Haben wir nicht aufgepasst. Der hätte wahrscheinlich zwischendrin einfach eine Behandlung benötigt. Auf jeden Fall, ja. Natürlich habe ich, das ist dann am Ende mein Fail. Weil ich hab ja alle Leute mitgenommen zum Jagen. Und Cyantox und No Ripper lagen beide im Bett, deswegen konnte er nicht. Lass uns den gleichen Fehler nicht bei Cyantox nochmal machen, denn ja. Da ist das gleiche Problem. Wir haben 4% Unterschied. Derzeit. Triple. Leicht, ja. Feier am besten wieder, ne? Mit No Ripper ist uns jetzt natürlich auch ein guter Arzt weggestorben. Genau, ich meine, wir können den Fehler auch gar nicht nochmal machen, weil wir keine Wildtiere mehr haben zum Jagen. Ach so. Ja. Nicht aufpassen kann man trotzdem, ne? Ja, klar. Aber momentan kann Cyantox gar nicht behandelt werden. Weil er behandelt wurde schon. Ja. Er, seine Behandlung läuft noch 10 Stunden oder so. Also die nächste Behandlung kann in 7 Stunden passieren. Die, okay. So eine Behandlung hält immer 3 Stunden länger. Ja. Als dass die nächste gemacht werden kann quasi. Mhm. Okay, wie das Ganze ausgeht, ob Cyantox das Ganze überleben wird oder nicht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Richtig. Ja. For now, jetzt müssen wir uns erstmal verabschieden. Und wünschen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.